Simone Hanselmann spielt seit 3 Jahren die Apothekerin Franziska Hochstetter bei der Bergdoktor. Die 41-Jährige zählt zu den Lieblingen der Serie um Bergdoktor Martin Gruber, gespielt von Hans Siegel. Doch mit diesen Fotos wird es ganz heiß in den Bergen, denn Hanselmann hat sich für die deutsche Ausgabe des Herrenmagazins Playboy ausgezogen und posiert nun nackt auf dem Unicover. Die Fotos sind in einer Villa entstanden, die Schauspielerin regelt sich durch verschiedene Räume der Immobilie, wie Sie auch oben im Video sehen können. Der Gedanke, ob dieses Shooting aber jedem Fan der Heile Welt ZDF-Serie gefallen wird, hat die Schauspielerin tatsächlich etwas verunsichert. Ich bin gespannt, wie die Bergdoktor-Zuschauer darauf reagieren, sagt sie im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Ich hoffe gut. Ich will ja niemanden damit ärgern. Aber es wird auch niemand gezwungen, sich die Bilder anzusehen. Es ist nicht das erste Playboy-Angebot, welches Hanselmann bekommen hat. So hatte das Bunny-Heft ihr schon in ihren 20ern ein Angebot für ein Naked-Eye-Shooting vorgelegt. Doch die heute 41-Jährige lehnte ab. Beim ersten Mal, als ich mit Anfang 20 gefragt wurde, hatte ich Angst davor, dass es heißen könnte, ich hätte meine Karriere nur den Fotos zu verdanken, verrät die Schauspielerin im Gespräch mit dem Playboy. Heute habe sie sich hingegen sehr geschmeichelt gefühlt. Früher dachte ich, ab 40 sei man unsichtbar als feminines Wesen, sagt Hanselmann dem Playboy. Und jetzt kann sie ganz Deutschland auf dem Cover des Kultmagazins sehen.